das hier wird das wichtigste Video für dich sein, wenn du überlegst, mit Amazon FBA zu starten. Warum Amazon FBA dich pleite machen kann, wirst du auch in diesem Video erfahren. Lass uns loslegen. Und jetzt fragst du dich, wie, Butrus, kann man mit Amazon FBA nicht so viel Geld verdienen, dass man sich so ein Porsche und Rolex leisten kann? Man kann mit Amazon FBA mehr denn je verdienen. Aber wenn du das Geld sofort in Luxusgüter reinsteckst, wie manche Gurus dir das präsentieren und dir das heilige, sag ich mal, versprechen, ja, du kannst sofort reich werden mit diesem Geschäftsmodell, dann ist das aus für dieses Business, weil im Endeffekt ist das, als ob du jetzt als Angestellter irgendwo arbeitest, du bekommst dein Gehalt und gibst es aus. Dann machst du das Gleiche hier, statt einfach das Geld weiter in deinem Unternehmen, in dein Wachstum zu investieren, steckst du das einfach in ein Luxusgut rein und dann ist dein Unternehmen tot. Versteh das. Und jetzt kommen wir zum weiteren Punkt. Damit wir erstmal diese Frage endlich beantwortet haben, kannst du mit Amazon Geld verdienen? Ja, vorausgesetzt, du hast das richtige Know-how. Warum habe ich gemeint, dass du hier ganz viel Geld verschwenden kannst, dass du wirklich hier sich ruinieren kannst? Und die Antwort ist ganz einfach. Viele starten einfach dieses Business, indem sie irgendein YouTube-Video angeschaut haben, eine A-Z-Anleitung, glauben, dass das ganz einfach ist, Produkte aus China zu holen. Das heißt, sie investieren jetzt direkt 2.000-3.000 Euro, vergessen, dass die Produkte mittlerweile ganz, ganz viele Zertifikate brauchen. Vor allem, auch wenn die Produkte keine Zertifikate brauchen, Amazon von dir jede Menge Zertifikate braucht, um diese Produkte freizuschalten. Das heißt, früher haben wir ja Produkte gelauncht ohne Ende auf Amazon. So im Schnitt zwischen 30 und 40 neue Produkte. Heute launchen wir aktuell zwischen 7 und maximum 10 Artikel im Monat. Woran liegt das? Die Artikel müssen richtig geprüft werden. Da muss man auch schauen, dass die Zertifikate vorliegen, dass die Konformitätserklärung gemacht worden ist bei allen Produkten. Und auf der anderen Seite hat das Vorteile. Ja? Das heißt, früher haben wir ganz, ganz viele Produkte ausprobiert, einfach manchmal einfach auf unser Bauchgefühl vertraut. Heute studiert man das Ganze, schaut man sich einfach die Produkte ganz genau an und man bestellt einfach nicht blind. Jetzt kommen wir zur nächsten Frage. Ist Amazon FBA 100% passiv? Nein, das ist definitiv nicht der Fall, denn du musst dich um die Produkte kümmern. Du musst dich darum kümmern, dass genug Produkte auf Lager bei Amazon existieren. Du musst die Werbung schalten, du musst die Optimierung auf Amazon machen. Du musst auch schauen, dass deine Produkte weiterhin dann ganz oben angezeigt werden. Weil wenn deine Produkte nicht angezeigt werden, dann kannst du einfach nicht verkaufen. So, schau mal hier, der Kung Fu Panda hat ja jede Menge Kinder bekommen. Und Kinder zu haben, ist ja teure Gelegenheit, kann ich aus eigener Erfahrung berichten, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Zum Thema Startkapital hier. Du benötigst wirklich Startkapital, wenn du Produkte selbst einkaufen möchtest, denn wir können nicht die Luft verkaufen. Wenn du ohne Startkapital starten möchtest, dann benötigst du das Know-how und dann kannst du die Produkte für andere Firmen zum Beispiel verkaufen. Aber wenn du jetzt ein eigenes Business starten möchtest, benötigst du hier mindestens 3.000 Euro Startkapital. Es ist nicht wie früher, dass du einfach nebenbei starten kannst. Du musst wirklich einiges vorbereiten. Du musst auch Zertifikate haben bei vielen Produkten. Je höher dein Startkapital ist, desto besser. Denn wenn du einfach ganz wenig Geld hast und Probleme begegnest, das heißt, du musst Werbung schalten, du musst bessere Fotos machen, du musst Zertifikate machen, du musst Prüfungen machen lassen für deine Produkte, dann kostet das alles Geld. Das heißt, das Risiko, das Geschäft mit wenig Startkapital zu starten, ist viel höher als mit mehr Geld das Ganze zu starten. Das heißt, ich empfehle, mindestens 3.000 Euro zu sparen, um hier zu starten. Jetzt kommen wir zur nächsten Frage. Ja, würdest du direkt in China die Produkte holen, bei diesem Kung Fu Panda, oder würdest du die Produkte woanders machen? Und ganz, ganz, ganz wichtig, hier in diesem Bereich Amazon FBA gibt es mittlerweile Superheroes, ja, Superhelden, die dir dein eigenes automatisiertes Amazon FBA aufbauen. Ich sage nur, Achtung, Achtung, Achtung an der Stelle. Lies mal ihre Bewertungen, vor allem die gelöschten Bewertungen bei einigen Bewertungsportalen, denn das ist meiner Meinung nach einfach der reinste Scam. Ich kenne schon sehr viele Opfer, die da 15, 20, 30 oder sogar 60.000 Euro verloren haben an solche Agenturen und ihre Versprechungen.
dass sie dir ein automatisiertes Business aufbauen. Zum Thema habe ich übrigens 2 Videos auf meinem Channel. Falls du noch den Channel nicht abonniert hast, abonniere das, schau dir die Videos an. Viel Erfolg, aber baue es lieber selber, statt einfach auf so ein Versprechen von solchen Superheroes zu glauben. Ich empfehle dir ganz am Anfang, Produkte lokal einzukaufen. Das heißt, bei Großhändlern, bei Importeuren oder in der Tat Handelsware aus Deutschland zu verkaufen, nicht direkt hier zum Kung Fu Panda nach China zu gehen, obwohl die Produkte da günstiger sind. Die Produkte sind zwar da günstiger, jedoch benötigst du da Erfahrung. Das Problem ist, was ich bei vielen Händlern sehe, sie starten einfach, sie machen alles One-Shot, das heißt, sie setzen alles auf eine Karte, sie starten mit einem Produkt, setzen 2.000, 3.000 Euro auf einer Seite und dann investieren das Ganze in ein einziges Produkt und am Ende scheitern sie und dann sagen sie, oh, das Geschäftsmodell funktioniert nicht. Sie haben nicht mal ein Coaching oder irgendeinen Kurs gekauft, sie haben sich einfach nur über YouTube informiert und denken, ja, sie wissen alles. Das Problem ist, was ich auch dir hier verraten möchte. Auf YouTube wird natürlich nur das Schöne hier gezeigt. Ja? Das heißt, es werden nicht Probleme aufgezeigt, dass gerade Abmahnungen gibt, dass du Zertifikate benötigst, dass da Probleme mit dem Import gibt, dass es Stress mit Amazon gibt, dass du Freischaltung deiner Marke benötigst, dass du deine Marke anmelden musst. Das sind nur ein paar Themen, sage ich mal, von 20, 30 Themen, die du als Händler wissen musst. Das heißt, du hast noch nicht mal Ahnung, was auf dich zukommt und startest einfach in diesem Business, legst du Geld oder investierst du Geld in ein Produkt und dann am Ende kannst du es nicht verkaufen. Und daher sehe ich immer wieder, dass Leute einfach sagen, okay, dieses Geschäftsmodell war nicht für mich, hat nicht funktioniert. In der Tat, wenn du dich nicht informierst, wenn wir das mal einfach woanders betrachten, ja, das heißt, wenn du jetzt im Finanzmarkt startest und du sagst, okay, jetzt möchte ich Aktien kaufen oder ich möchte irgendwie mit Trading starten, da informiert sich jeder. Aber hier in dem Bereich behaupten die Händler, sie können alles, ja, sie wissen alles. Das Problem ist, die Konkurrenz ist halt stärker denn je. Und du musst schon wissen, wie du die Produkte vermarktest, wie du die richtigen Produkte findest, wie du diese Produkte an den Mann bringst, wie du auch diese Produkte richtig verkaufst. Das heißt, es bringt ja nicht, nur diesen Panda in China mal zu bestellen und den hinzusetzen hier und warten auf Kunden, die das Produkt sowieso nicht kaufen, weil du es nicht weißt, wie du das Ganze vermarktest. Wenn du Interesse hast, wenn du Bock hast, dass wir dir helfen, so ein Business aufzubauen, was Solides aufzubauen, dann lass uns einfach unverbindlich sprechen. In der Videobeschreibung findest du einen Link, wo wir einfach gemeinsam sprechen können, ob dieses Geschäft für dich was wäre und wie wir dir in diesem Bereich helfen können, dass du was Solides aufbaust. Wir haben bereits über 1800 Menschen in diesem Bereich hier begleitet und du kannst die nächste Story sein. Lass uns sprechen und der Rest wird eine Geschichte sein. Bis dahin, dein Butrus Said.